Oh, Alter, was geht ab, Leute? Street Food Festival. Bin jetzt wieder hier gelandet, einmal für KSI und Logan Paul Prime Ding. Und beim letzten Street Food Festival war ich auch. Da habe ich eine klasse Sache entdeckt, die war 10 von 10. Die will ich heute wiedersehen. Digga, ist ends voll. Später Start, ich war noch in dem Twitter Space, also ich habe zugehört und in den Minen. Also das hat gar nicht gut funktioniert, Mann. Die ganze Nacht habe ich versucht, das zum Laufen zu bringen, aber ich kenne mich halt so gar nicht aus. Geht sogar auch für morgen, also vielleicht schauen wir morgen nochmal vorbei, falls ich heute nicht alle schaffe, die mich interessieren. Finger weg von Büffelburger. Das haben wir beim letzten Mal gelernt. Schauen wir uns mal um. Indisch. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, was das ist. Und da hinten geht es dann noch weiter. Also ich kann euch sagen, es gibt viel mehr und bessere Auswahl als beim letzten Mal. Vielleicht müssen wir morgen echt nochmal vorbeischauen. Schaut mal, Leute. Finger weg davon. Digga, what the fuck? Hähnchenhörnchen. Das spricht mich direkt an. Und ja, griechisch. Sehr Instagrammable, das würde viel ansprechen, aber ich esse nicht so viel Käse. Das sind die ersten. Aber nichts ist hier in Deutsch. Lass dich schmecken, wo habt ihr die? So, drei dieser Spieße haben 6 Euro gekostet, das heißt ein Spieß 2 Euro. Eintritt auch noch 4 Euro. Das heißt, wir sind schon mal 10 Euro im Minus. Das ist halt echt sehr wenig. Es ist sehr wenig. Es ist gegrilltes Fleisch. Knusprig. Geiles Aroma. Unmariniert. Purer natürlicher Geschmack von Fleisch, ja. An sich gut. Aber 6 Euro ist halt. Boah. Kann man machen. Mal schauen. Schwere, harte Konkurrenz haben die. Mein Gott, Copyright Music. War in Berlin. Da hatte ich einen krassen. Der ist Halal. Von Halal Brüdern, keine Koreaner. Kann man machen. 8,50 auch stolzer Preis. Besser als der in Nature Anti Kitchen, den es in München gibt, aber schlechter als der Koreaner. Es ist Friger-Time, Leute. Ein frittierter Burger. Da gab es auch so einen Hawaii-Burger mit Ananas, aber muss jetzt nicht sein. Der Gimmick ist jetzt nicht so überzeugend. Das letzte Mal habe ich mich entscheiden müssen zwischen diesem Premium-Büffelburger und dem Friger. Ich habe leider die falsche Wahl getroffen, aber diesmal wird es der Friger. Hat einen Zehner gekostet. Ich würde sagen, von allen Sachen noch das Fairste. Vorsicht, heiß. Der ist richtig geil geschmolzen.
schön knusprig außenrum. Ich bin ein Fan. Kann was? Das ist ein Konzept, das geil ist. Ich habe noch eine Sache in mir. Das wird dieser amerikanische Funnel Cake. Ich sehe hier Leute, die essen normalen Burger, Pommes und so. Auch selbst so indisch, das kriegst du überall. Es gibt hier auch noch zwei afrikanische Stände, wäre auch mal interessant. Ich habe einen Fehler gefunden, eine Schwachstelle. Und zwar, weil es eine Tasche ist, kann es an den Seiten auslaufen. Weil alles hier drin flüssig ist. Voll, Alter. Also nicht ich, sondern hier. Die Fläche ist voll. Alter, Tantuni wäre auch interessant. Tantuni wäre auch interessant, weil ich kenne nur, bisher hatte ich einen Tantuni. Das ist der in München, der aber dicht gemacht hat. Und die Koreaner den übernommen haben. So für den Vergleich. Der Endgegner. For America. Digga, es ist warm, es ist heiß. Da indisch gibt es ein paar afrikanische Stände, ein paar mexikanische, ihr wisst, Mexican Food nicht so mein Ding. Das Einzige, was ich noch gerne probieren würde, wäre das Tantuni. Ansonsten ein paar süße Sachen, die ich alle kenne, so diese Chimney-Ding, Nitrogen-Eis, aber im Grunde genommen ist es einfach nur normales Eis, nur anders hergestellt, aber wenn du es isst, ist es ja dasselbe. Funnel Cake, Baby. Ist einfach süß auf gefrierter Teig. In einer interessanten Form. Mit Zimt kommt geil, mit Puderzucker kommt geil. Mit Apfelmus kommt noch geiler. Ist jetzt nichts, was mich umhaut. Aber ist halt süßer Teig, was will man mehr. Süßer frittierter Teig. Also es war jetzt kein Geschmacksexplosion wie dieses Marshmallow-Eis, mein Gott. Das ist leider nicht am Start. Das ist eine 10 von 10. Das hat man so noch nie gegessen und geschmeckt. Mein Gott, das würde ich direkt nochmal holen. Wir haben hier noch ein paar Sonnenstrahlen und dann geht's zurück in die Minen. Boah, ich bin voll. Ich war gar nicht so voll, aber der Funnel Cake, der hat mir den Rest gegeben. Am Ende zu viel Teig noch. War okay. Also ich würde den nicht nochmal essen. Einmal für die Erfahrung. Also ich habe es jetzt für euch gegessen. Jetzt wisst ihr es. Muss nicht unbedingt sein. Also erwartet dann keinen neuartigen Geschmack. Sonst nur Tantuni. Aber wir brauchen ja auch ein paar Spots fürs nächste Mal. Sonst kennen wir ja schon alles. Und das nächste Mal dann vielleicht afrikanisch. Nico away. Kuss geht raus.
war heute dort. Er schreibt, echt Trash. Unendlich lange Schlangen. Macht keinen Spaß. Ja, es war voll. Und ich nehme an, am Sonntag noch voller. Vor allem bei dem Wetter. An sich hat auch nicht viel verpasst, weil kein Laden hat mich umgehauen. Das letzte Mal, da gab es einen Marshmallow-Eisladen. Falls ihr den auf irgendeinem Streetfood-Festival seht, checkt den unbedingt ab. Ihr wisst Bescheid, wenn man liken, subscriben, kommentieren, checkt die Wies ab. Folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Das war's von mir aus der Mine.